Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video esse ich einen Tag lang nur Bio-Lebensmittel, die ich im Bio-Supermarkt gekauft habe. Und wir wollen mal gucken, wie das Ganze so schmeckt, wie viel es eigentlich kostet und was Bio eigentlich genau ist. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, das sieht ja heute ein bisschen anders aus im Hintergrund. Und zwar habe ich ja einen neuen Job in Hamburg und dementsprechend habe ich auch ein neues WG-Zimmer zur Zwischenmiete. Und da bin ich jetzt eben gerade und deswegen wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft der Hintergrund auch mal ein bisschen anders sein, weil ich dann eben hier in der WG drehe. Ich persönlich achte schon darauf, Bioprodukte zu kaufen, auch im normalen Supermarkt, wo ich eigentlich meistens einkaufen gehe, greife ich auch lieber zu den Bio-Sachen als zu den Nicht-Bio-Sachen. Die sind zwar meistens ein bisschen teurer, aber irgendwie assoziiere ich mit Bio auch einfach immer was Gutes. Ob das wirklich so ist, gucken wir uns nachher nochmal an. Aber jetzt war ich auf jeden Fall in einem Bio-Supermarkt, und zwar in der Bio-Company, und habe mich da komplett eingedeckt und habe doch ziemlich leckere Sachen gefunden. Ganz am Anfang gab es zum Beispiel so ein unverpackt Regal und da habe ich mich mal mit so ein paar Fruchtperlen eingedeckt, weil ich die gerne mal probieren wollte. Ja, und ansonsten habe ich eben auch den Wagen gut voll bekommen und auch eine Menge Snacks gekauft. Und ich würde sagen, alles, was ich da jetzt gekauft habe, wird wahrscheinlich so für 2 bis 3 Tage reichen, weil es ja eben auch teilweise größere Verpackungen sind. Insgesamt habe ich dann am Ende 45 Euro ungefähr ausgegeben und ja, das ist auf jeden Fall erstmal teuer, aber wenn man bedenkt, dass es jetzt wirklich so für 3 Tage reicht, sind es ungefähr 15 Euro pro Tag und das finde ich dann eigentlich schon wieder ganz okay. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal eine Zeit zu frühstücken. Dafür habe ich jetzt so ein Schokomüsli mit Hafermilch aus der Glasflasche, hatte ich bisher auch noch nicht, und ein Joghurt und eben Früchte. Alles natürlich Bio und ich würde sagen, ich lasse mir das jetzt mal schmecken. Ich wollte euch gerade nochmal die Kooperation vom heutigen Video vorstellen. Und zwar habe ich eine Kooperation mit dem Fair Fashion Label Armed Angels. Und gleich schon mal vorweg, ich habe auch einen 15% Rabattcode für euch. Und zwar heißt der Inkenrott-15, blende ich euch auch nochmal hier ein. Und der ist bis zum 23.10. gültig. Ich tue euch mal unten in die Infobox nochmal den Link zum Shop rein und auch nochmal den Code, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bei dieser Kampagne geht es um die Detox Denim, also die Jeans von Armed Angels. Und da geht es auch um Bio, denn die Jeans werden eben größtenteils aus Bio-Baumwolle hergestellt. Das heißt, schon beim Anbau der Bio-Baumwolle wird eben auf synthetische Pestizide verzichtet und generell werden keine unnötigen Chemikalien verwendet. Und das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern eben auch für uns, denn wir tragen die Jeans ja auch direkt auf der Haut. Ich habe mich für das Modell Leani entschieden, in der Größe 28-32, das ist so die Größe, die ich eigentlich immer trage in den Hosen. Und ich mag besonders gern, dass die eben oben noch schön eng sitzt und am Bein dann so ein bisschen weiter wird. Und ich finde die einfach so bequem. Ich liebe diese Jeans einfach. Ich mag den Look total gerne und habe die Hose mit einem schönen Strickpullover kombiniert, und zwar dem Naruko, den ich in der Größe S trage. Der ist auch super schön kuschelig und perfekt für die kälteren Tage. Und ich finde, es passt auch beides sehr gut zusammen. Generell mag ich es immer ganz gerne, eben auch neutralere Farben zu wählen, die man gut kombinieren kann, damit man die Sachen eben auch mit vielen Sachen, die man bereits hat im Kleiderschrank, zusammen anziehen kann. Also wie gesagt, wenn ihr auch mal Interesse habt, bei Armed Angels vorbeizuschauen, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Infobox. So, ich bin jetzt wieder in der Küche und will mir gleich was zum Mittagessen kochen. Ich habe zwischendurch übrigens diesen veganen Mangolassi hier getrunken. Veganen Mangolassi hätte ich noch nie. Ich liebe Mangolassi, weil der auch immer so schön sauer ist durch den Joghurt. Und deswegen muss ich ihn halt unbedingt mitnehmen. Der hat 1,50 € gekostet, was ich auch total okay finde. Der ist von der Marke Biedermann Bio. Und ich muss sagen, ich fand ihn ganz okay. Er war mir nicht mangomäßig genug, nicht sauer genug. Also ich finde das noch Potenzial nach oben, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass es sowas gibt. Und war auf jeden Fall ein krasser Snack zwischendurch. Jetzt kochen wir, und zwar die Tortellini mit so einer Art Bolognese-Soße. Ich bin sehr gespannt, wie das dann schmeckt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Zuerst habe ich die Nudeln von Bio Verde, die haben 3,99 € gekostet, einfach in heißes Wasser getan, damit sie erhitzen. Dann eine Karotte geschält und auch klein geschnitten. Das soll dann nämlich mit in die Soße. Und das Hack habe ich dann erstmal in der Pfanne ein bisschen angebraten. Das war irgendwie echt flüssiger als erwartet. Und das war von Vegan Kitchen, auch für 3,99 €. Dann eben noch die Karotten dazu und das Ganze ein bisschen anbraten. Und im Anschluss kamen dann eben noch die geschälten Tomaten dazu. Und dann habe ich es auch ein bisschen köcheln lassen, noch gewürzt und dann am Ende noch die Tortellini dazugegeben. Und es hat auch schon ziemlich gut gerochen. Und so sah das Resultat dann am Ende aus. Okay, das riecht auf jeden Fall schon mal ziemlich lecker. Ich mache mir dazu jetzt hier noch, oder ich habe mir jetzt gerade diese Bio-Zisch in der Sorte Ingwer aufgemacht. Die habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gesehen, die Marke, aber ich kenne die auch noch gar nicht. Aber schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Finde ich sehr lecker. Also es ist nicht zu süß und ich mag auch total gerne eigentlich Ginger Ale und das ist irgendwie so ein bisschen wie Ginger Ale, aber nicht ganz so süß.
Und ich glaube, das schmeckt jetzt auch. Mal gucken. Sehr lecker. Also ich muss sagen, ich war erst ein bisschen verwirrt, dass das Hack ja so flüssig schon war. Aber jetzt auch in der Soße sieht das richtig gut aus. Also ich würde auch sagen, es ist eigentlich ja ein bisschen ähnlich wie Sojagranulat, aber noch ein bisschen härter. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hat jetzt halt 4 Euro gekostet, was ich schon recht teuer finde. Aber es schmeckt sehr gut. Es war ja auch schon ein bisschen gewürzt. Okay, abgesehen vom Preis würde ich das Biohack auf jeden Fall, glaube ich, nochmal kaufen, weil mir das von der Konsistenz sehr gut gefällt und hatte eben noch so ein bisschen Biss. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Zum Nachtisch habe ich jetzt hier gerade mal meine Tüte aufgemacht, wo ich diese Fruchtperlen abgewogen habe. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich habe jetzt gerade auf dem Bon auch nochmal gesehen, dass ich für diese paar, die ich da drin hatte, 2,24 Euro bezahlt habe und das waren 0,06 Kilogramm. Also ja, auf jeden Fall ziemlich teuer. Und so sieht jetzt halt eben so eine Kugel aus. Und ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Und deswegen probiere ich es jetzt. Okay, schmeckt sehr anders als erwartet. Sehr süß. Aber schön. Also man beißt drauf, ist wie so ein kurzes Moment Kaubonbon. Süß, aber irgendwie sehr lecker. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die schmecken echt gut. Und sogar noch kleine Himbeerstückchen sieht man da drin. Ich glaube, die würde ich sogar noch mal kaufen. Na, obwohl, na, sind mir, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Aber ja, einfach ein geiler Snack. Ich meinte schon am Anfang des Videos, dass für mich persönlich Bio immer mit was Gutem verbunden wird. Und deswegen habe ich jetzt mal 3 Bio-Mythen, die ich mit euch zusammen aufklären möchte. Mythos Nummer 1 ist, Bio-Produkte sind gesünder, was ich pauschal auch denken würde. Allerdings kann man das so gar nicht sagen, denn es gibt mehrere wissenschaftliche Studien, in denen nicht belegt werden konnte, dass Bio-Lebensmittel gesünder sind, also dass da irgendwie mehr Nährstoffe oder Vitamine drin sind. Deswegen stimmt das schon mal auf der Seite nicht. Allerdings sind in Bio-Lebensmitteln weniger Zusatzstoffe zugelassen und sie sind auch weniger mit Pestiziden belastet als eben konventionelle Produkte. Mythos Nummer 2, Bioprodukte sind teurer. Tatsächlich ist es so, dass Bioprodukte im Schnitt 30-100% teurer sind als konventionelle Waren. Allerdings, ja, heutzutage gibt es ja sogar schon Bioprodukte im Discounter und gerade so im Bereich Gemüse und Obst, also auch viele Sachen, die ich jetzt gekauft habe, da ist der Unterschied eigentlich kaum noch spürbar. Trotzdem ist es natürlich ein höherer Aufwand für Landwirte, die Richtlinie von Bio einzuhalten, deswegen sind die Sachen dann auch eben meistens teurer und vor allem bei Fleischprodukten, ja, merkt man das dann eben auch in den Preisen sehr stark. Mythos Nummer 3, Bio ist gleich Bio. Tatsächlich stimmt das auch nicht, denn, was ich auch nicht wusste, es gibt verschiedene Bio-Siegel. Und zwar unter anderem das europäische Bio-Siegel, das deutsche Bio-Siegel, das Demeter-Siegel und auch Bioland zum Beispiel. Und hinter all diesen Siegeln verstecken sich eben verschiedene Richtlinien, nach denen die Produkte produziert oder angebaut, je nachdem, werden. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall auch informieren, welches Siegel was eigentlich genau bedeutet. So, es ist jetzt mittlerweile früher Abend. Ich habe mir jetzt gerade noch so einen Tee gemacht, weil ich gerade noch draußen war spazieren und deswegen wärme ich mich jetzt ein bisschen auf. Das ist auch so ein Yogi-Tee. Und mein Spruch heute ist, die Menschen sind Schauspieler auf der Bühne des Lebens. Also mal wieder ein sehr toller Spruch. Und übrigens, das ist dieser Tee. Das ist eben ein Yogi-Tee, der heißt Frauenpower. Und den trinke ich auch eigentlich schon echt länger ziemlich gerne. Und deswegen passt mir das ganz gut, dass ich den jetzt wieder aufstocken konnte. Das ist eine ayurvedische Kräuterteemischung mit Hibiskus, Angelika-Wurzel und Ingwer. Und den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Den trinke ich schon mindestens ein Jahr lang oder so. Dann habe ich natürlich noch einen kleinen Snack. Und zwar ist das hier getrocknete Mango. Die hat 2,50 € gekostet, was eigentlich echt okay ist, weil solche Mangostücke sind immer ziemlich teuer. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt gerade schon ein Stück gegessen. Ist einfach so getrocknete Mango. Und ich liebe das einfach, schmeckt so gut. Da ist halt nichts dran, das ist einfach nur getrocknet aus biologischem Anbau. Und das kann man so ganz gut mal ein bisschen wegnaschen. Kann ich sehr empfehlen, schmeckt richtig, richtig gut. Zum Abendbrot gab es dann für mich übrigens diesen Loopy Love Aufstrich in der Sorte Tomate. Den habe ich dann einfach auf Brot drauf gemacht und den finde ich richtig, richtig lecker. Dazu habe ich mir dann noch eine Gurke aufgeschnitten und wer mich kennt, der weiß, ohne Chips geht es bei mir gar nicht. Deswegen habe ich mir diese Go Pure geholt für 2,79 €. Das sind eben Chips aus unter anderem Pastinake, Süßkartoffel oder auch Rote Beete. Und die fand ich auf jeden Fall auch ganz lecker, mal so zur Abwechslung. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Ich bin auf jeden Fall immer noch Team Bio, vor allem weil beim Anbau ja auch weniger Pestizide benutzt werden, die schlecht für die Umwelt sind und die ich letzten Endes auch nicht gerne essen möchte. Trotzdem ist es so, dass wenn man vor allem umweltbewusst handeln möchte, Bio nicht immer unbedingt die beste Wahl ist. Also da sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, dass man saisonal und regional kauft, da das dann eben auch
besser für die Umwelt ist, als wenn man zum Beispiel Bio-Tomaten kauft, die eigentlich aus Spanien kommen. Deswegen sollte man nicht einfach blind alles in Bio kaufen und denken, dass das immer die beste Wahl ist, sondern eben auch die Augen offen halten und nach anderen Alternativen schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Schreibt mir noch gerne auch mal unten in die Kommentare, wie ihr zu Bio steht. Kauft ihr selbst Bio-Produkte oder eher nicht? Lasst es mich gerne wissen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!